Haben Sie eine Idee, wie wir das Metallschrott öffnen können? Wir sollten das Haupttor öffnen und Verstärkung holen. Nein. Sie haben mir 5 Minuten zugesagt und meine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Direktor Mokhtar, das Tor lässt sich nicht öffnen. Gibt es einen anderen Weg in die Schatzkammer? Nein, nur ein Weg. Nur einer. Könnten mir die Herren bitte einmal behilflich sein? Nein, das wird nichts. Das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Abgeschlossen. Passt. Constable! Es bewegt sich! Nein, es reicht noch nicht ganz. Die Explosion war nicht stark genug, um das Tor ernsthaft beschädigen zu können. Aber vielleicht hat es sich ein klein wenig verzogen. Zumindest öffnet es sich nicht weiter. Das könnte helfen. In Ordnung. Das muss einfach klappen. Constable Oliver, wenn ich bitten dürfte. Auf 3. 1, 2, 3. Direktor Mokhtar, schnell! Stellen Sie etwas unter das Tor. Direktor! Geht nicht. Mehr geht nicht. Legen Sie ihn hin. Das wird halten. Ich würde nicht darauf wetten.
Wir sollten uns beeilen. Und Inspektor Legrand informieren. Ich werde mir erst einen Überblick verschaffen. Sie glauben doch nicht, dass ich Sie alleine zum Edelstein lasse. Ich bezweifle, dass sich der Edelstein noch in der Schatzkammer befindet. Aber wie? Ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Dann müssen Sie eben mitkommen. Wenn Sie nicht in spätestens 5 Minuten etwas von mir, nicht von Wachtmeister Zellner, gehört haben, öffnen Sie die Eingangstür und holen Hilfe. Verstanden? In Ordnung. In der Tat. Hoffen wir, dass wenigstens einige der Kunstgegenstände den Anschlag überstanden haben. Warum ist er nicht gleich mit einem Panzer durch die Wand gefahren? Rücksichtsloser Ignorant. Ich vermute, dass die Kamera von einem herumfliegenden Trümmerstück getroffen wurde. Zum Glück ist der Raum so hoch und das Tor war noch einen Spalt geöffnet. Andernfalls hätte nichts in diesem Raum der Druckwelle standhalten können. Es wird lange dauern, bis alles gereinigt und so gut wie möglich restauriert ist. Und einiges ist sicher verloren. Für immer. Was halten Sie von der Sache? Verfluchte Sauerei. Könnte man so sagen. Geben Sie mir Ihre Taschenlampe? Das glauben Sie doch selber nicht. Nein, nicht wirklich. Aber dann leuchten Sie wenigstens vernünftig. Diese Explosion war deutlich heftiger als die in London, oder? Und ob, es steigert sich. Stellen Sie sich vor, die Bombe wäre heute Abend hochgegangen. Er hat den großen Auftritt heute Abend nicht gewagt. Wir müssen ihn nervös gemacht haben. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich nicht aussuchen können. Legrand ist nicht da, es gibt nur wenige Wachen und fast keine Zeugen. Trotzdem hätte ich gedacht, dass er noch wartet. Denken Sie an den Zug. Unser Gegner hat ein Faible für den großen Auftritt. Er ist eitel und will so viel Öffentlichkeit wie nur möglich. Auch eitle Leute wollen nicht ins Gefängnis. Auch wieder wahr. Also schön. Wie geht es weiter? Das ist es also. Das große Finale mit Konstabler Oliver an meiner Seite. Ich würde mir andere Mitstreiter wünschen. Aber es könnte auch schlimmer sein. Ein wenig. Ich würde sagen, es ist ein normales Seil, das mit einem Samtstoff überzogen wurde. Ein metallischer Schnellverschluss verbindet die Kordel mit den Metallständern. Sie wollen doch da wohl nicht runter. Auf diesem Weg hat das Auge die Schatzkammer verlassen. Nein, auf keinen Fall. Wir haben genug gesehen. Der Rabe ist weg. Wir holen Legrand. Toll. Sind Sie jetzt zufrieden? Könnte man so sagen. Leuchten Sie? Leuchten Sie mal. Lasten zu tragen. Aber ich glaube, sie sind stabil genug. Nicht beste Seil der Welt, aber das Beste, das ich hier habe. Ich werde mich mit dem Seil in das Loch hinablassen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich habe keine Lust auf diese Diskussion. Ich gehe da runter.
Sie können mitkommen oder hierbleiben. Aber Sie wissen nicht, was da unten ist. Und wer? Deswegen will ich herunter. Außerdem, vielleicht finde ich einen Fluchtweg für uns. Also gut. Soll ich das Seil festhalten? Ich, ja, danke. Ich bin unten. Leuchten Sie mal, Robert. Ich werde jetzt die Vitrine unter die Lupe nehmen. Wie zu erwarten war. Leer? Ja, die Vitrine hat den Sturz nicht überstanden. Der Dieb brauchte den Stein nur noch rausnehmen. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Vitrine den Sturz mehr oder weniger unbeschadet übersteht. Und 3 der 4 Scheiben haben auch gehalten. Leuchten Sie mal dahin. Ein Stadtplan von Kairo. Er ist übersät mit 100 kleinen Löchern und hier auf dem Boden liegen einige Reißzwecken. Hier in der Ecke steht eine Jahreszahl. 1940. Leuchten Sie mal dahin. Interessant. Dokumente, Landkarten, Briefe, alle mindestens 20, 30 Jahre alt. Ich frage mich, woher der Rabe von diesem Geheimkeller wusste. Er muss recherchiert und sich die fehlenden Informationen zusammengekauft haben. Was ist das? Hey, gehen Sie nicht so weit weg! Kommen Sie runter und halten Sie mich auf. Oder bleiben Sie da und leuchten Sie. Interessant. Eine Art Holzklappe. Auf dieser Seite sind 2 Scharniere und hier ist eine Art Metallhaken, der die Klappe geschlossen hält. Alles klar bei Ihnen? Ja, ja. Haben Sie schon einen Fluchtweg gefunden? Ich arbeite dran. Hier sind Ritzen in der Wand und Schleifspuren auf dem Boden. Eine Geheimtür? Und wahrscheinlich der Fluchtweg des Raben. Können Sie sie öffnen? Hier sind verschiedene Scheiben und auch eine Art Griff, aber er lässt sich nicht drehen, schieben oder drücken. Irgendetwas steht hier geschrieben, aber es ist zu dunkel. Nun kommen Sie endlich runter und leuchten Sie. Nein, der Rabe sitzt in der Falle. Wir sollten Le Grand holen. Glauben Sie, diese Tür führt in eine Sackgasse? Mit jeder Minute, die wir verstreichen lassen, wird die Spur des Raben kälter. Aber überstürzen sollten wir auch nichts. Wir sind allein und der Rabe ist gefährlich. Was würde Nicolas Legrand in einer solchen Situation tun? Würde er auf Verstärkung warten und Däumchen drehen oder würde er handeln? Oh Mann. Geben Sie sich einen Ruck, Robert. Kleine Entscheidungen können große Auswirkungen haben. Sie geben mir die Lampe und wir beide könnten Helden sein. Oder tot. Robert, ich passe schon auf. Okay, wir machen es so.
Ich gebe Ihnen die Lampe und Sie öffnen die Tür. Dann bewachen wir die Tür und warten auf Verstärkung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Fangen Sie. Aber beeilen Sie sich. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich ohne Licht mitten zwischen Mumien stehe. Schon besser. Das ist interessant. Vier Scheiben. Ein extravagantes Kombinationsschloss. Wären es lateinische Zeichen und nur eine andere Sprache, könnte ich die Bedeutung vielleicht erahnen. Aber bei arabischen Schriftzeichen habe ich keine Chance. Ich schreibe sie in mein Notizbuch. Es könnte sich um einen Hinweis handeln, wie die Tür geöffnet werden kann. Sprechende Statue. Besonders gerne bringe ich kleinen Jungs Schimpfworte bei. Damit wäre dieses Rätsel schon mal gelöst. Gucklöcher. Und ich vermute sogar... Ja! Diesen Weg kann der Rabe nicht genommen haben. Wir hätten ihn gesehen und er hätte von außen nicht den Riegel vorschieben können. Er ist garantiert durch die andere Geheimtür verschwunden. Warum ist es plötzlich so hell da unten bei Ihnen? Ich habe den Lichtschalter gefunden. Das Museum hat immer noch viel zu bieten, trotz all der sinnlosen Zerstörung in der Schatzkammer. Verschiedene Gefäße. Vielleicht wurden darin Grabbeilagen verwahrt. Sind doch eben noch... Ich habe einen anderen Ausgang gefunden. Das Auge? Weg. Der Rabe hat ein Loch in den Boden der Schatzkammer gesprengt. Unter ihr befindet sich ein verborgener Keller. Und? Und die anderen Schätze? Es sieht nicht gut aus. Oh. Direktor Mokhtar? Wäre es nicht an der Zeit, die Tore zu öffnen? Ich glaube nicht, dass die Polizei schon eingetroffen ist. Wir dürfen dem Raben keinen Fluchtweg bieten. Dieses Monster ist doch längst über alle Berge. Vielleicht nicht. Ich habe eine Spur. Tun Sie Ihr Bestes. Aber sobald die Polizei das Gebäude umstellt hat, werde ich die Tore öffnen. Sehr wohl, Herr Direktor. Der Keller unter der Schatzkammer. Wussten Sie davon? Ich hatte keine Ahnung. In dem Raum befinden sich Karten und Aufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Was könnte es damit auf sich haben? Nun, es könnte mit dem Widerstand zu tun gehabt haben. Widerstand? Ägypten war von den Briten besetzt. Es gab starke Unabhängigkeitsbestrebungen. Die Ägypter haben mit den Nazis zusammengearbeitet? Nein, aber der Feind meines Feindes... Also haben die Rebellen den Nazis Informationen zugespielt. Und dafür brauchten sie geheime Kommandostellen. Ja, und was wäre dafür symbolträchtiger als das Ägyptische Museum? Zeuge von 5000 Jahren ägyptischer Unabhängigkeit. Verborgene Räume, geheime Keller? Warum gibt es solche Sachen hier? Das Museum wurde 1900 von einem Franzosen gebaut, der eine Schwäche für diese Dinge hatte. Mystische Zeremonien im Fackelschein mit dem Baumeister von einst. Freimaurer.
Solche Dinge. Viele große Gebäude haben eine bewegte Geschichte. Und heute schreiben wir ein neues Kapitel. Ich habe diese arabischen Schriftzeichen entdeckt. Was bedeuten sie? Dort steht die Söhne des Horus. Und das bedeutet? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um über Geschichte zu sprechen? Es ist wichtig. Die Söhne des Horus spielten beim Bestattungsritual eine wichtige Rolle. 4 Söhne, 4 Kanopen. Gefäße, in denen Leber, Lunge, Magen und Gedärme des Verstorbenen aufbewahrt wurden. Haben die 4 bestimmte Symbole? Mensch, Pavian, Schakal und Falke. Schauen Sie unten in der großen Halle. Söhne des Horus, Gefäße und Gedärme. Verstanden. Es wird alles gut. Warten Sie hier. Wo steckt eigentlich der Constable? Er hält Wache in der Schatzkammer. Er hat mir gesagt, ich solle Verstärkung holen, wenn er in 5 Minuten nicht zurück sei. Und ich solle Ihnen nicht vertrauen. Wenn Sie auf den Konstabler setzen, setzen Sie auf das falsche Pferd. Er ist Legrands Mann. Ist Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, dass er der Einzige ist, der bei beiden Augendiebstählen anwesend war? Oh. Sarkophag aus dem Alten Reich. Unbekannter Herrscher. Hier, an den Stirnseiten sind Abbildungen der Schutzgötter Amset und Hapi zu sehen. Erst später wurde es Tradition, alle 4 Söhne des Horus an den 4 Seiten eines Sarkophags zu zeigen. Jeder Sohn stand dabei für eine Himmelsrichtung. Hapi für den Norden, Amset für den Süden, Gebersiluef für den Westen und Duamutef für den Osten. Hier sind tatsächlich 2 der 4 Horus-Söhne auf den Stirnseiten des Sarkophags dargestellt. Ein Mensch und ein Affe. Die 4 Horus-Söhne, auch Horus-Kinder, Amset, Hapi, Duamutef und Gebersunef, sind Kinder des Gottes Horus, dem Älteren, und der Göttin Isis. Sie sind vorwiegend Schutzgötter der Kanopen, in denen bei der Mumifizierung im alten Ägypten die Eingeweide separat beigesetzt wurden. Als Sterngötter sind sie den 4 Himmelsrichtungen zugeordnet. Und so befanden sich zur Zeit des Mittleren Reiches ihre Namen an den 4 Ecken von Särgen. Jedem der 4 Söhne des Horus ist eine Himmelsrichtung zugeordnet. Von der Tafel am Sarkophag weiß ich, dass Hapi der Norden ist, Amset der Süden, Gebersunef der Westen und Duamutef der Osten. Das müssen die Kanopen sein, von denen der Direktor gesprochen hat. Ein Gefäß für jeden der 4 Söhne des Horus. Hier haben wir Duamutef Magen. Auf dem Schild steht Amset Leber. Hapi Lunge. Gebersenuef Gedärme. Zellner? Sind Sie das? Hier spricht der Rabe. Haben Sie einen Ausgang gefunden? Nein, ich bin noch auf der Suche. Der Keller ist ziemlich groß. In Ordnung. Gehen Sie nur nicht zu weit weg.
genauso. Er ist da oben, Robert. Ich weiß es. Das mag alles sein. Gehen Sie in den Wachraum und öffnen Sie die Tore. Sagen Sie es dem Direktor. Zellner, tun Sie es nicht. Es ist zu gefährlich. Ich lasse mich nicht aufhalten. Jetzt nicht mehr. Mindestens 200 Stufen. Und noch eine Leiter. Der Stuhl ist als einziger Gegenstand nicht vom Staub bedeckt. Es sieht so aus, als hätte noch vor kurzem jemand drauf gesessen. Hier sind zwei Handschellen befestigt. Unangenehm. Wurde hier jemand verhört? Der Rabe? Wenn ich nicht irre? Warum treten Sie nicht ins Licht? Mr. Inch. Erstaunlich. Ganz erstaunlich. Ich dachte, der junge Legrand würde mein gefährlichster Gegenspieler sein. Doch wie es scheint, hätte ich mich vor dem Alter in Acht nehmen müssen. Und die Bombe im Zug? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich wusste, dass Legrand sich nach der Nummer in London an meine Fersen heften würde. Er ist ein gefährlicher Mann, Herr Zellner. Er hätte mich schon einmal fast erwischt. Und das ist Grund genug für einen Mord? Es war nicht mein einziger Grund. Auge um Auge, Wachtmeister Zellner. Was ist mit dem Mord der Baronin? Hatten Sie damit auch etwas zu tun? Der Tod der Baronin war nie Teil des Plans. Dr. Gebhardt hatte eine Rechnung mit ihr offen und kam mir in die Quere. Die Tresorschlüssel waren Ihnen egal? Ich hatte nie vor, das Auge aus dem Tresor zu stehlen. Ich wollte immer hier im Museum zuschlagen. Was ist mit Gebhardts Geständnis? Eine nette Idee, finden Sie nicht? Sie hält mir den Inspektor vom Leib. Zumindest für einige Stunden, bis das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Warum wollten Sie das zweite Auge hier stehlen? Das Auge lag lange in Zürich in der Bank. Unmöglich, da heranzukommen. Dann der Tresor auf dem Schiff. In Legrands Kabine. Zu kompliziert. Ich erfuhr vom Geheimkeller unter dem Museum und konnte in Erfahrung bringen, wie das Sicherheitssystem funktioniert. Ursprünglich wollte ich den großen Auftritt heute Abend bei der Gala, aber nun ja, die Ereignisse forderten eine Änderung des Zeitplans. Nicht zuletzt ihretwegen, mein schnüffelnder Freund. Wie war das alles möglich? Wie haben Sie im Zug die Nachricht auf den Tresor gelegt? Woher wussten Sie, dass Gebhardt die Baronin ermordet hatte? Und die Sprengladung unter der Schatzkammer? Wie konnten Sie all das schaffen? Selbst wenn Ihr Arm nicht taub ist? Oh, er ist es, glauben Sie mir. Ich brauchte in der Tat Hilfe. Einen Laufburschen, der Beine und Arme für mich ersetzte. Ein Laufburschen? Ah, Adil. Das verspricht Interessanten. Er ist sehr talentiert, aber auch unzuverlässig. Er hat seinen eigenen Kopf. Eigene Pläne, nicht wahr, Adil? Ich wollte nie, dass Blut vergossen wird. Aber es ist Zeit für eine Ausnahme. Dabei hat er nur eine Sache nicht bedacht. Ich habe hier die Fäden in der Hand. Immer. Ende der Geschichte. Sag, du sollst nicht aussteigen. Was, wenn der Zug ohne dich weitergefahren wäre? Dann arbeiten Sie also bald als Arzt auf einem Schiff. Ich bin schon gespannt, wie das sein wird. Ich bin nicht gerade eine Wasserratte. Wenn Sie auf dem Schiff mal im Wasser stehen, muss irgendetwas erheblich schiefgegangen sein.
Was war das im Museum? Das lief nicht ganz nach Plan, nicht wahr? Und ich hasse es, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Du hast sie beinahe umgebracht. Du hast dich erwischen lassen. Es war nicht meine Schuld. Scotland Yard war da. Würde ich es für deine Schuld halten, würdest du jetzt mit einer Kugel im Kopf in der Themse treiben. Jemand hat ihnen einen Tipp gegeben. Ich weiß nicht wer, aber ich werde es herausbekommen. Wo ist der Stein? Ah, wundervoll. Aber das ist erst die Hälfte des Lohns. Und das zweite Auge zu bekommen, wird schwieriger als geplant. Warum treffen wir uns hier, nicht wie geplant in Venedig? London hat viel Staub aufgewirbelt. Sie haben Legrand auf uns angesetzt. Nicolas Legrand? Er schnüffelt im Zucker rum. Sollten wir unter diesen Bedingungen die Aktion nicht lieber verschieben? Im Gegenteil. Ich habe ihm einen anonymen Tipp gegeben. Einen Tipp? Ich habe ihm gesagt, dass der Zug überfallen werden wird. Sie können nicht ernsthaft vorschlagen, dass wir den Stein vor den Augen Legrands stehlen. Doch, natürlich. Immerhin bin ich ein Idiot. Die beste Möglichkeit ergibt sich nach wie vor in Kairo. Alles ist vorbereitet. Mr. X besorgt uns, was wir brauchen. Ich fahre wie geplant mit der Barone nach Venedig und steige dort aufs Schiff. Genau das Gleiche wirst du auch tun. Und zwar so unauffällig wie möglich. In Ordnung. Auf keinen Fall darf jemand eine Verbindung zwischen dir und mir herstellen können. Verstanden? Also bleibt alles beim Alten? Sobald wir auf dem Schiff sind. Dann schwinge ich mich also ins Auto und wir sehen uns in Venedig. Nein. In dem Punkt macht Legrand eine kleine Planänderung notwendig. Du fährst auch mit dem Zug. Und befestigst diesen Briefumschlag am Tresor, sobald der Zug in einem Tunnel zum Stehen gekommen ist. Ich werde für einen Stromausfall sorgen, sodass du dich an der Wache vorbeischleichen kannst. Du wirst nicht glauben, wer den Tresor bewacht. Der vertrottelte Bobby aus London. Im Zweifelsfall ziehst du ihm eins über den Schädel. Und Legrand? Du kümmerst dich um den Brief, alles andere regle ich. Wichtig ist nur, dass du im Zug nicht erkannt wirst. Und dass ich nicht erwischt werde. Was hat es mit dem Brief auf sich? Es geht dich nichts an. Ich würde nur gern wissen, ob ich mein Leben für ein Spielchen riskiere oder ob es das wert ist. Jedes meiner Spielchen wäre mir dein Leben wert. Du tust, was ich dir sage. Kleb den Brief an die Tresortür oder leg ihn oben drauf, ist mir egal. Aber der Brief muss an Ort und Stelle sein, sobald Legrand nach dem Stromausfall auftaucht, um nach dem Rechten zu sehen. Verstanden? Ja. Was? Ja, verstanden. Hat die Baronin immer noch keinen Verdacht geschöpft? Sie ist umgeben von einem Schleier aus Alkohol, Blasiertheit und Desinteresse. Den durchdringen nur Schmeicheleien, Tratsch und belgisches Konfekt. Ideale Bedingungen. Bin heilfroh, dass ich dieses Weibsbild bald los bin. Sie ist die perfekte Eintrittskarte für alle wichtigen Museen Europas. Aber das waren auch die längsten 6 Monate meines Lebens. Wie geht es dem Verletzten in London? Woher soll ich das wissen? Sie hätten das nicht tun dürfen. Was, deinen Arsch retten? Ich wäre auch alleine rausgekommen. Oh ja, der arme Wachmann. Das wäre aber auch wirklich nicht nötig gewesen. Was bin ich doch für ein böser Junge. Ich will nur nicht, dass jemand verletzt wird. Oh, bitte, bitte, sei mir nicht böse. Ich tue es auch nicht wieder. Ich weiß nicht. Wir haben das eine Auge und sind nur knapp davongekommen. Willst du etwa vorschlagen, wir sollten uns damit zufrieden geben? Das einzelne Auge ist nicht mehr als ein wertvoller alter Edelstein. Aber beide Augen zusammen sind eine Legende. Mein größter Coup. Soll ich das Auge nicht vielleicht verwahren? Für den Fall, dass Legrand ihre Sachen durchsuchen lässt. Ich verstecke den Stein im Gepäck der Baronin. Ich weiß schon wo. Legrand wird es nicht wagen, ihre Sachen zu durchsuchen. Und selbst wenn, wird er das Geheimfach nicht öffnen können. Also gut, dann sehen wir uns in Venedig. Und nicht früher. Hier, nimm schon mal deine Reiseunterlagen. Vielleicht haben wir in Venedig keine Gelegenheit, uns zu treffen. In Ordnung. Das ist dann schon die erste Planänderung. Was soll's. Dann geht's eben mit dem Zug nach Venedig. Inch liebt den großen Auftritt und hat einen Hang zur Dramatik. Warum würde er sich sonst der Rabe nennen? Mir gefällt nur nicht, dass ich als kleiner Teil seiner Inszenierung den Kopf riskieren muss. Was soll es schon für einen Sinn haben, seinem Gegenspieler Nachrichten zu hinterlassen? Ein Ticket für eine Reise mit der MS Lydia von Venedig nach Kairo. Einige Scheine und ein Reisepass.
Blanco. Es stehen wieder Daten zur Person drin. Noch gibt es ein Foto. Inch hat hervorragende Kontakte in die Unterwelt. Er kennt die besten Fälscher, Techniker, Taschendiebe und Trickbetrüger. Er selber ist dort aber eher unbekannt. Die meisten Leute wissen nicht einmal, dass sie für ihn arbeiten. Gut möglich, dass auch sein Kontakt in Kairo, dieser Mr. X, keine Ahnung hat, wer er ist. In der Kiste waren vermutlich mal Bananen oder sowas für einen der Züge. Jetzt ist sie leer. Sie ist aus sehr dünnen Holzbrettern zusammengenagelt. Vermutlich musste sie nicht sehr viel Gewicht tragen. Einbruch im britischen Museum, ein Verletzter, 5000 Pfund Sachschaden, Täter unbekannt. Ist der Rabe zurückgekehrt? Ich wäre ihnen auch so entkommen, aber Inch muss dir unbedingt Sprengstoff ins Spiel bringen. Ich hoffe, der Wachmann erholt sich bald. Vermutlich findet man keine Zeitung zwischen Moskau und Madrid, die nicht über den Einbruch berichtet. Ich bin berühmt. Leider nicht für ein sauber ausgeführtes Verbrechen. Man kann zwar manchmal brauchbare Dinge in Mülleimern entdecken, aber dieser hier wurde anscheinend erst vor kurzem geleert. Eine Ledertasche, wie sie häufig von Ärzten auf dem Land benutzt wird. Zum Transportieren ihrer wichtigsten Geräte und Materialien. Wenn ich die Tasche verschwinden lassen würde, könnte das Verwirrung stiften und ich könnte mich vielleicht unbemerkt in den Zug schleichen. Das Problem ist nur, dass ich die Tasche nicht einfach mitnehmen kann. Man wird mich nicht im Transportwaggon mitfahren lassen. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte. Würde ich einfach den Zug betreten, würde mich der Schaffner vermutlich aufhalten und möglicherweise direkt der Bahnhofspolizei übergeben. Das kann ich nicht riskieren. Der Salonwagen. Voll ausgestattet mit Bar und allem drum und dran. Wenn ich da in diesen Klamotten reinspaziere, dürften die hohen Damen und Herren einen Schock erleiden. Selbst wenn ich den Schaffner ablenken und dann ungesehen in den Zug kommen könnte. Im Zug würde ich in dieser schäbigen Kleidung sofort auffallen. Ich muss mir etwas Passenderes organisieren. Mich würde schon interessieren, welche Nachricht Inch für so wichtig hält, dass er dafür meinen Hals riskiert. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss meinen Zug erwischen. Ich könnte vermutlich mit wenig Aufwand die Bodenbretter entfernen. Sie sind dünn und die Nägel dürften entsprechend kurz sein. Von fünf Seiten sieht sie wie eine ganz normale Kiste aus. Jetzt oder nie. Hey, du da! Verschwinde! Ja, der Herr. Mögen die Spiele beginnen.
Entschuldigen Sie bitte, die Herren... Sehen Sie nicht, dass ich mich mit dem Herrn Wachtmeister unterhalte? Der Zug fährt in wenigen Minuten ab, der Herr. Ich muss Sie bitten, nun an Bord zu gehen. Wir sollten das tun. Vielleicht haben wir ja während der Fahrt Gelegenheit, uns weiter zu unterhalten. An mir soll's nicht liegen. Wo ist meine Tasche? Sie hatten sie doch dort abgestellt. Das weiß ich selber. Wo sie geblieben ist, will ich wissen. Das weiß ich nicht. Aber ich werde mich sofort darum kümmern, wenn die Herren derweil schon einmal den Zug betreten möchten. Sie und Ihre Zuggesellschaft haften mir dafür. Er wird die Tasche schon finden. Kommen Sie, Dr. Gebhardt, ich helfe Ihnen bei Ihrem Gepäck. Also schön. Der Schaffner scheint nicht recht zu wissen, wo er die verschwundene Tasche suchen soll. Ein bestimmtes Gepäckstück in einem Bahnhof zu finden, ist wie die Suche nach einer Nadel in einem Nadelhaufen. Sie scheinen etwas zu suchen. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Verschwinde! Hier gibt es nichts zu verdienen. Das will ich nicht. Ich dachte nur, falls Sie eine braune Tasche suchen... Hast du sie gestohlen, Bosch? Dann würde ich Ihnen ja jetzt kaum helfen. Ich habe gesehen, wie ein kleiner, sehr blonder Junge die Tasche genommen hat. Er ist mit ihr da drüben verschwunden. Tatsächlich? Danke. Ist das denn nicht die Tasche? Wo? Nichts für ungut. Oh Mist! Über Jahrzehnte perfektioniert. Aber für die Leute im Zug wird's reichen. Professor Lucien hat noch keine Nacht im Abteil hinter sich. Das Handtuch ist unbenutzt. Wenn ich es zusammendrehe, dann habe ich eine Art Seil. Waschbecken. Waschbecken. Nee, das hilft mir nicht weiter. Professor Lucien scheint mit leichtem Gepäck zu reisen. Das Gepäck der Baronin belegt einen halben Transportwaggon. Ich glaube nicht, dass der Koffer oder die Tasche etwas beinhalten, das mir weiterhelfen würde. Und am besten hinterlasse ich so wenig Spuren wie möglich. Professor Lucien steht vor der Tür und wird nicht aufgeben, bis er sie geöffnet hat. Das heißt, ich brauche einen anderen Weg hier raus. Es war das einzige Fenster, das im Bahnhof ein Stück offen war und mir daher als Einstieg in den Zug dienen konnte. Und jetzt könnte es mein einziger Weg hinaus sein. Das Fenster rechts müsste zum Abteil der Baronin gehören, das linke zum Großraumabteil. Das Dach könnte mein Fluchtweg sein. Thank you.
Großraumwaggon. Davor der Kohletender und die altmodische Dampflok. Das ist die Kabine der Baronin. Vermutlich ist Inch gerade bei ihr. Wenn ich mich hinstelle, bin ich mit dem Kopf auf Höhe der Lauffläche oben auf dem Dach. Aber das Dach ist zu schräg und zu glatt, um daran hochzuklettern. Das sind Lufteinlässe oder sowas. Aber ich kann sie mit der Hand nicht erreichen. Nicht wie ein Postbote durch den Vordereingang hineinspazieren. Der Tresor wird von meinem alten Freund, dem Bobby aus London, bewacht. Selbst der würde sich fragen, was ein Steward im Transportwaggon verloren hat. Sieht aus wie ein Werkzeugkasten. Er ist mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Ich bin nicht schlecht im Schlösserknacken, aber erstens habe ich meine Ausrüstung nicht dabei und zweitens schaukelt und bewegt sich hier alles. Unter den Voraussetzungen könnte ich bei dem Schloss ein paar Minuten brauchen. Dementsprechend hoch ist die Gefahr, erwischt zu werden. Nein, nicht das Richtige dabei. Bewegen können, solange ich mich von Professor Lucien fernhalte. Die anderen Gäste kennen mich nicht und die Stewards wechseln mehrere Male während der Fahrt. Ein neues Gesicht dürfte niemandem verdächtig erscheinen. Junger Mann. Ja, Sir? Sagen Sie, wann wurde hier im Orient Express auf Selbstbedienung umgestellt? Hätte man die Gäste darüber nicht vorher informieren müssen? Verzeihung, der Herr, ich wurde... Und was ist mit meiner Tasche? Hat Ihr Kollege sie gefunden? Es tut mir leid, der Herr, das weiß ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Die ganze Sache wird Konsequenzen haben. Und jetzt bringen Sie mir endlich einen Kaffee. Sehr wohl, der Herr. Arschloch. Eine Schale mit alte Leute-Bonbons. Karamell, glaube ich. Die reichsten Schnösel nehmen dieselbe Medizin wie die ärmsten Schlucker, wenn sie Probleme haben. Ich kenne einige Leute, die vor einer Aufgabe, wie sie vor mir liegt, ein Gläschen zur Beruhigung brauchen würden. Ich bin da anders. Um den Umschlag auf dem Tresor zu platzieren, brauche ich einen klaren Kopf. Porzellan können Schweine saufen. Wenn ich mich mit dem Arzt anlege, würde meine Tarnung auffliegen. Also mache ich gute Miene zum bösen Spiel. Bringe dem verehrten Gast seinen Kaffee. Ein kleines Kofferradio. Der Empfang ist erstaunlich gut hier in den Bergen. Das Radio werde ich kaum gebrauchen können.
aber ich habe ein Auge auf die Antenne geworfen. Ein dünner, kurzer Metallstab, der ausgezogen werden kann. Sowas kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Mal sehen. Passt. Jede Menge Krimskrams. Ein Haarnetz, Batterien, eine halbe Packung Zigaretten, eine verpackte Zahnbürste. Vermutlich muss der Barkeeper als Mädchen für alles herhalten. Wie ein Concierge im Hotel. Tja, nur was ist für mich dabei? Oh, hier. Ein winziger Rasierspiegel für die Hosentasche. Wenn ich mich mit dem Arzt anlege, würde meine Tarnung auffliegen. Also mache ich gute Miene zum bösen Spiel. Bringe dem verehrten Gast seinen Kaffee. Ist noch etwas Kaffee drin? Kaffee für den Herrn. Wissen Sie, was das Problem mit Leuten wie Ihnen ist? Meinen Sie das mangelnde Pflichtbewusstsein? Oder die Hautfarbe? Oder kein Respekt vor den Älteren? Wir haben so viele Macken. Er wollte gar keinen Grund hören, warum er eine Zeit lang keinen Kaffee bekommen hat. Er wollte jemanden zur Schnecke machen, wollte einfach mal im Recht sein. Ein trauriges Leben, wenn man sich selber größer machen will, indem man andere klein macht. Die alte Dame ist nicht in Zürich eingestiegen. Und sie sieht nicht nach Nancy oder Basel aus. Ich tippe auf Paris. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ich weiß nicht, wo ich sie schon mal gesehen habe. Vielleicht war sie früher Schauspielerin oder ich kenne sie von Fotos. Sie hat diese überlegene Gelassenheit von Leuten, die sich und anderen nichts mehr beweisen müssen. Sie hat Geld, so viel ist klar. Aber es ist nicht nur das. Besser, ich spreche sie nicht an. Ihre Augen sind klug und wachsam. Etwas sagt mir, dass ich mir selber das Leben schwer machen würde, wenn ich versuchen würde, sie hinters Licht zu führen. Die jüngere Dame scheint so etwas wie die Pflegerin oder die Gesellschafterin der Alten zu sein. Ich würde sie nicht den ganzen Tag um mich herum haben wollen. Sie verbreitet eine gewisse Unruhe und Rastlosigkeit. Ich kenne diese Leute, die ständig etwas machen müssen. Sie kommen sich nutzlos vor, wenn sie nichts zu tun haben. Sie tun mir leid. Die Pflegerin der alten Dame kann die Hände nicht ruhig halten. Also streckt sie. Darf ich den Damen noch etwas bringen, oder ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Alles ist wunderbar, junger Mann. Sehr wohl. Hab's. Sorgt den Transportwaggon mit Frischluft. Er scheint auch groß genug, um durchzuklettern. Ich würde sagen, ich habe meine Einstiegsmöglichkeit gefunden. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben, mit denen sie hier vorne festgeschraubt ist. Ich kann durch die Schlitze nichts erkennen. Sie ermöglichen mir nur einen Blick aufs hintere Ende des Waggons. Das reicht nicht. Ich muss vor allem in den vorderen Bereich sehen. Das sollte reichen. Hey,
Bonbon ist so klebrig, dass es den Spiegel ohne Probleme halten sollte. Wie erwartet. Hit. Da ist der Wachmann. Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht. Wenn er weiterhin so unachtsam ist, könnte ich mich durch den Schacht hinablassen und ihm von hinten eins über den Schädel geben. Oh-oh. Alles in Ordnung, Robert? Keine besonderen Vorkommnisse, Sir. Lassen Sie. Neue Verdächtige in Zürich zugestiegen, Sir? Nicht wirklich. Es könnte jeder sein und keiner. Aber wir haben Unterstützung von der Schweizer Polizei bekommen. Eine Wachtmeisterzelle. Ja? Sehr engagiert. Könnte uns noch auf die Nerven gehen. Damit haben sich einige Optionen erledigt. Zwei Leute kann ich nicht überwältigen. Vermutlich komme ich überhaupt nicht ungesehen in den Waggon. Aber irgendwie muss es gehen. Ich muss Inch noch ein wenig bei Laune halten. Wie bekomme ich dich an den Tresor? Oder darauf? Der Tresor steht genau unter dem Lüftungsschacht und Inch hat etwas von Stromausfall und Tunnel erzählt. Ich könnte die Sekunden der Verwirrung und Dunkelheit nutzen, um den Brief auf den Tresor zu werfen. Könnte klappen, wenn ich erstens den Lüftungsschacht geöffnet bekomme und zweitens den richtigen Zeitpunkt erpasse. Legrand hat sich in eine dunkle Ecke zurückgezogen. Und der Bobby versteckt sich hinter einigen Kisten. Offensichtlich hat Legrand eine Falle für den Raben aufgestellt. Pech nur, dass der davon weiß. Geht es darum? Will Inch Legrand einfach verhöhnen? Kannst du dir in Venedig zurückholen? Dich so zu erschrecken. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie wären ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins an meinem Fenster vorbeigeflogen. Abmarsch. Oh Mann. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. Das war knapp. Er hat das Schloss offen gelassen. Wie zuvorkommt. Mal sehen. Wer sagt's denn? Ein Schraubenschlüssel. Kann es so einfach sein? Also dann, Showtime. Zange sollten Sie die Abteiltür schnell geöffnet bekommen haben. Ich denke, die Luft ist rein. Ich schätze, Inch ist mit im Abteil. Vermutlich wird er sich irgendwann unter einem Vorwand hinausstehlen, um für den Stromausfall und die Notbremsung zu sorgen. Keine Ahnung, wie er das anstellen will. Er lässt mich über solche Dinge grundsätzlich im Unklaren. Er traut mir auch nach Monaten der Zusammenarbeit noch nicht vollständig. Nur noch wenige Tage und ich bin den Dreckskerl für immer los. Und bis dahin muss er mit der Baronin in seiner persönlichen Hölle schmoren. Ein schöner Gedanke. Offensichtlich ist es den beiden gelungen, die Tür zu öffnen. Was wohl die Theorie des Archäologen ist, wer da was die Tür verschlossen hatte. Ob er es wohl mit dem Einbruch in London in Verbindung bringt? Wohl nicht. Professor Lucien ist auf dem Weg nach Kairo, genau wie die Baronin. Die beiden kennen sich. Sie ist Vorsitzende des Vereins Freunde des Britischen Museums. Wollen wir hoffen, dass er nach dem Schreck vorhin sein Abteil nicht mehr verlässt, bis wir in Venedig sind. Oder so etwas handelt, dann sollte ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das gute Stück nach dem Stromausfall nicht einfach mitnehme. Ich bin hoffentlich bald glücklicher Familienvater. Da könnte ich einige Franken, Lire, Mark oder Franc sicherlich gut gebrauchen. Ich werde mich beherrschen. Nebengeschäfte sind der sicherste und schnellste Weg zu Problemen. Ein Plan wie unserer hat schon genügend Unbekannte. Ich sollte ihn nicht weiter verkomplizieren.
Schweizer Alpen. In etwa einer halben Stunde müssten wir an die italienische Grenze kommen. Hier hängen Landkarten, Fahrgastinformationen, einige Fotos, der Reiseplan. Alles fein säuberlich hinter Glas und mit kleinen Magneten befestigt. Geht nicht. Hier an der Unterkante der Scheibe ist ein Schloss. Orient-Express während seiner langen Geschichte. Sie ist größer als die anderen Aushänge und daher auch mit größeren Magneten befestigt. Ich nehme einen davon mit. Einige der Fotos sind durchaus ansprechend. Der Zug wurde professionell in Szene gesetzt. Der Weg über den Kohletender ist die einzige Möglichkeit, während der Fahrt zur Lok zu gelangen. Kaum vorstellbar, dass Inch am Tender entlangklettern wird, um vorne für einen Stromausfall zu sorgen. Ich vermute, dass er jemanden für die Drecksarbeit bezahlt hat. Inch geht praktisch nie ein persönliches Risiko ein oder macht sich selber die Hände schmutzig. Für seine Umgebung und kann bei der Polizei keine vernünftigen Aussagen machen.